Heute geht es über die Schnellfahrstrecke Wien-St. Pölten in Österreich mit dem Railjet Express 69 und mit der RH1216-231-1 in der Mehrstromsystemausführung, einem Taurus 3. Ja, und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in Österreich auf der neuen Westbahn. Ja, wir nehmen dann auch gleich mal Platz im Führerstand der RH1216-231, während hier auf dem Nebengleis der ÖBB City Shuttle Wiesel ausfährt. Und dann im Führerstand angekommen, öffnen wir als allererstes gleich mal die Türen, dass die Fahrgäste zusteigen können. Im nächsten Schritt wird einmal die Batterie eingeschalten. Das Ganze machen wir einmal hier. Die Spannungsanzeige schnallt nach oben. Die Bremsart wird noch eingestellt. Und dann können wir auch wieder den Blick auf die Displays werfen. Ja, die Systeme fahren jetzt hoch. Und sobald die Systeme hochgefahren sind, können dann weitere Einstellungen getätigt werden. Der Stromabnehmer kann währenddessen schon mal gehoben werden. Der Richtungswender wird in die Mittelstellung verlegt. Die beiden Displays sind soweit betriebsbereit. So, jetzt wird der Stromabnehmer gehoben und hier kommt schon eine weitere Doppeltraktion Taurus eingefahren in St. Pölten. Sobald jetzt die Raute hier im MTD blau hinterlegt ist, kann der Hauptschalter eingelegt werden. Die Fahrmotorlüfter werden auch gleich eingeschalten. Der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Wir sind in der oberen Zugart im Betrieb der PCP 90 unterwegs. Die AFB wird noch eingeschalten. Der Geschwindigkeitswert der AFB kann gleich mal auf 80 km/h eingestellt werden. Und der Federspeicher wird natürlich noch gelöst. Das richtige Stromsystem ÖBB 15 kV 16,7 Hz Wechselstrom ist auch schon eingestellt. Die Railjet-Funktion ist auch auf aktiv geschalten. Und jetzt wird noch die Fahrzeugspitzenbeleuchtung eingestellt. Und das Ganze wird einmal mit OK bestätigt. Dann wird noch die kleine Fahrplanleuchte eingeschalten. Und dann noch die Zugsammelschiene, dass auch die Klimaanlage im kompletten Zug ordnungsgemäß läuft. Ja, die Türen werden schon geschlossen und somit sind wir abfahrbereit. Ja, es gibt heute noch eine kleine Besonderheit, denn der Railjet Express 69 ist heute mit einer Doppeltraktion unterwegs. Das Ganze kann man hier auch gleich wunderbar erkennen, denn die Lokomotive des zweiten Zugteiles ist hier mit dem Steuerwagen des ersten Zugteiles auch schon verbunden. Dann kann die Leistung aufgeschalten werden, denn wir haben Abfahrt. Und man hört auch schon, dass die Taurus 3 Lokomotiven, also die RH1216, die Tonleiter nicht mehr besitzen. Die Tonleiter kommen ja durch die Ansteuerung der Stromrichter zustande. Ja, und das gibt es bei den RH1216 Taurus Lokomotiven nicht mehr. Auf dem Weg nach Wien bzw. auf dem Weg zum Hauptbahnhof von Wien halten wir nur noch in Wien-Meidling.
Faktor, die Überwachung und die Beeinflussung ist somit erloschen, denn die Wegestrecke der Überwachung in der PCB-90 ist abgefahren. Ja, und wir befreien uns ja nicht in Österreich unter irgendeiner PCB-Beeinflussung. Würden wir das tun, ja, lösen wir eine Betriebsgefahr aus. So, wir werden jetzt hier gleich dann in die Linienzugbeeinflussung aufgenommen. Und auf der Schnellfahrstrecke Wien-St. Pölten, meine ich, ist schon das Zugsicherungssystem ETCS verbaut. Ja, aber wir sind hier mit der LZB unterwegs. So, die Geschwindigkeit darf jetzt auf 160 schon erhöht werden. Und die Leistung kann somit auf fast 80% aufgeschalten werden. Man sieht jetzt auch schön im maschinentechnischen Display, im MTD, wie die vier Fahrmotoren hier, der RH1216, arbeiten. Und das Ganze natürlich dann auch in der zweiten RH1216-Lokomotive. So, die Signale stehen alle auf Fahrt. Ja, und hier haben wir jetzt eine kleine LZB-Störung. Aber die Geschwindigkeit kann eigentlich gleich wieder erhöht werden. Ja, und hier einmal der Railjet in der Vorbeifahrt. Ein sehr, sehr schöner Zug. Einer meiner Lieblingszüge. Und der ÖBB Railjet ist ja das Pardon zum deutschen Intercity Express, also zum deutschen ICE. Die Höchstgeschwindigkeit der RH1216 bzw. des Railjets beträgt 230 Stundenkilometer und diese werden heute auch komplett ausgefahren. Der Neubauabschnitt Wien-St. Pölten der neuen Westbahn, wir unterscheiden ja die alte Westbahn und die neue Westbahn, ist ja eine Schnellfahrstrecke in Österreich und führt von Wien über das Tullnerfeld nach St. Pölten. Und der Abschnitt hier wurde mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2012 in Betrieb genommen. So, der Unterbau der Fahrbahn wechselt jetzt auf die sogenannte feste Fahrbahn und schon geht es rein in den ersten Tunnelabschnitt hier auf der Strecke. Ja, die Tunnel sehen im Innenbereich richtig schön aus. Wir sehen auch die Innenbeleuchtung des Tunnels. Die Beleuchtung ist ja bei allen Neubaustrecken Pflicht. Denn ja, sollte doch mal irgendwas passieren und ein Zug bleibt stehen bzw. bleibt liegen, sollten Fahrgäste eben ja gut sehen können und schnell die Notausgänge finden und natürlich auch für das Rettungspersonal, die dann hier natürlich zum Geschehen geschickt werden, müssen ja auch den Tunnel betreten und von daher ist das eine Sicherheitsmaßnahme, die jetzt überall Standard ist. Der längste Tunnel hier auf der Strecke ist dann der Lainzer Tunnel. Der Lainzer Tunnel, benannt nach dem Bezirksteil Lainz. Und insgesamt ist der Tunnel ja fast 10 Kilometer lang.
und ist eben kurz vor Wien dann anzutreffen und eben auch seit 9. Dezember 2012 zu dem Fahrplanwechsel im Dienst bzw. in Betrieb genommen worden. Und der Leinzer-Tunnel verbindet die Westbahnstrecke mit der Südbahnstrecke, mit der Ostbahnstrecke und der Donau-Ländebahn. Tja, Kollege. Der Railjet Express 69 ist ein Fernverkehrsreisezug, beziehungsweise auch generell der Railjet. Man unterscheidet ja den Railjet und den Railjet Express, also abgekürzt bedeutet Railjet RJ natürlich und RJX steht für Railjet Express. Genau, und so einen Railjet Express, also RJX, ist der hier anzutreffende Railjet Express 69. Die meisten Fernverkehrszüge halten ja in Tullnerfeld noch und das ist zum Beispiel auch so ein Unterschied zur Expressverbindung der Railjet-Züge, dass zum Beispiel jetzt eben dieser Railjet hier nicht in Tullnerfeld erhält. Ja, und da die Schnellfahrstrecke hier mit ETCS ausgerüstet ist, findet man hier auch kein Linienleiterkabel für die LZB vor. Und zack, es geht schon wieder rein in den nächsten Tunnel. So, die LZB greift ein bisschen ein und bremst den Zug ab, da wir die Höchstgeschwindigkeit gleich überschreiten, da es leicht bergab geht. Die Reisezeit von St. Pölten bis nach Wien-Meidling bzw. bis zum Hauptbahnhof von Wien ohne Halt in Tullnerfeld beträgt rund 30 Minuten. Also da hat man schon eine ordentliche Zeitersparnis. Der Railjet und der Railjet Express ist der Markenname für einen Fernverkehrsreisezug, für eine Fernverkehrsreisezuggattung und gleichzeitig ein Fahrzeugtyp der österreichischen Bundesbahnen, also der ÖBB, und der tschechischen Bahnen, also der České dráhy. Und die Railjets gehören, meine ich, zu den schnellsten lokbespannten Zügen der Welt und bedienen Ziele in Österreich, Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Ungarn, meine ich, und auch der Slowakei. Und insgesamt gibt es, meine ich, nur 67 Railjet-Zugverbände und davon 60 bei der ÖBB und 7 bei der České dráhy. Einfach ein schöner Zug. Für Berufspendler natürlich ideal, ne? Die in St. Pölten arbeiten und in Wien wohnen oder umgekehrt, ist das natürlich schon klasse. Da benötigt man dann keinen PKW, um in die Arbeit zu kommen. So, Signale stehen alle auf Fahrt, beziehungsweise die Signale haben jetzt sowieso keine Bedeutung. Nur dann eben eine überwachende Funktion sollte
mit der ETCS oder jetzt hier eben mit der Linienzugbeeinflussung ja irgendein Fehler auftreten. So, Tullnerfeld. Und hier zum Beispiel hält ein Railjet. Ja, und jetzt geht es dann auch schon gleich rein in den Lainzer Tunnel. Und kurz bevor der Lainzer Tunnel endet, in Fahrtrichtung Wien-Meidling bzw. in Fahrtrichtung St. Pölten-Wien. Erreicht man dann auch schon gleich Wien-Meidling. Ja, 230 Stundenkilometer, also das ist schon echt eine enorme Geschwindigkeit. Was dauert, wenn da irgendwas ist, bis der Zug zum kompletten Stillstand kommt? Da ist der Bremsweg schon enorm. Aber eine schöne Gegend hier, wo die Schnellfahrstrecke gebaut worden ist. Landschaftlich sehr schön. So, und jetzt geht es rein in den Lainzer Tunnel. Rund 10 Kilometer lang. Oder fast 10 Kilometer. Was mir hier auch sehr gut gefällt im Lainzer Tunnel ist die Lüftungs- oder Belüftungsanlage. Und die beiden Gleise sind jeweils durch eine Röhre getrennt, beziehungsweise jede Fahrtrichtung hat eine eigene Röhre bekommen. Es gibt ja auch Tunnel oder beziehungsweise Streckenabschnitte in einem Tunnelbereich, die eben ja nur eine Röhre besitzen, wo beide Gleise durchführen oder vielleicht sogar auch vier Gleise. Ja, und hier hat man das Ganze eben so gelöst, dass man pro Fahrtrichtung eine Röhre vorfindet. Die LZB, die Linienzugbeeinflussung, kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 200 Stundenkilometer an in rund 5800 Metern. Die letzten 4000 Meter laufen dann hier auf diesem gelben Balkenorbe. Da müsste dann also die LZB auch gleich eingreifen. Der ÖBB Railjet gehört übrigens der Wendezuggattung an, wurde natürlich von Siemens gebaut und hat eine Anfahrtszugkraft von 300 kN. Und in der 1116 Ausführung können die Railjet das Stromsystem 15 kW 16,7 Hz und 25 kW 50 Hz und mit der RH1216 Version, die ja hier gerade unterwegs ist, kann einmal das Stromsystem 15 kW 16,7 Hz, 25 kW 50 Hz Wechselstrom
Und einmal noch das 3KV 1,5 KV Stromsystem umgesetzt werden. So, jetzt müssen wir hier die LZB ein bisschen mit unterstützen. Die Geschwindigkeit muss auf 150 km reduziert werden. Und kurz vor Wien, Meidling, ist dann auch das LZB-Ende erreicht, beziehungsweise das ETCS-Ende. Und dann geht das Ganze mal wieder in die PZB 90 über. Genau, hier sind wir dann 150 km zu fahren. Sobald der Bremsvorgang abgeschlossen ist, kann die Leistung wieder hinzugeschaltet werden. Und die LZB kündigt schon eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h an. Im Moment darf aber noch 160 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Jetzt schalten wir mal das Fernlicht ein. Denn hier findet man jetzt keine Tunnelbeleuchtung mehr vor und beide Gleise werden hier auch durch eine Tunnelröhre geführt. Und in rund 6 Kilometern ist schon Wien-Meidling erreicht. Es geht auch leicht bergab, das heißt, die Leistung kann etwas zurückgenommen werden. Und die SIFA möchte auch nochmal quittiert werden. So, LZB-Ende wird einmal bestätigt. Der gelbe Ende-Leuchtmelder leuchtet somit auf. Und der Gleisunterbau wechselt wieder von der festen Fahrbahn zur Schotterbauweise. So, Fernlicht einmal aus. Da kommt nämlich ein Kollege uns entgegen. Ebenfalls ein ÖBB-Rail-Chat in der Ski-Ausführung. Und die AFB kann auch gleich auf 100 km/h eingestellt werden. So, die Wachsamkeitstaste muss einmal gedrückt werden, da das Vorsignal eine Geschwindigkeitsreduzierung ankündigt.
Und sobald dann der Bremsvorgang wieder abgeschlossen ist, die Bremskraftanzeige in Gelb erloschen ist, kann die Leistung wieder hinzugeschalten werden. ZS steht für Zwischensignal. So, und da höre ich doch schon einen anderen Zug irgendwo. Ja, der ist wahrscheinlich schon im Tunnelbereich. Wien-Meidling. Und da wir ja eine Doppeltraktion, beziehungsweise da ja der Railjet aus einer Doppeltraktion besteht, muss natürlich bis ganz vorne an den Bahnsteig gefahren werden, dass auch alle Türen sich im Bahnsteigsbereich befinden. Der ÖBB CityJet kommt uns entgegen, hier in Wien-Meidling. Und die Türen sind freigegeben. So, wir können einmal einen kurzen Service- und Sicherheitsblick mal ausführen. Ja, steigen schon einige Fahrgäste zu. Aber auch hier sehr schöne Gebäude, die hier in Wien-Meidling anzutreffen sind. So, die Türen schließen auch schon wieder. Der Schiebetritt bzw. der Ein- und Ausschiebetritt ist somit auch eingefahren und ja, die Leistung kann dementsprechend wieder aufgeschalten werden. Die Ausfahrt aus Wien-Meidling ist mit 80 km/h gestattet. Ja, und das Besondere beim ÖBB Railjet ist die First Class, also die erste Klasse. Die zeichnet dann den ÖBB Railjet natürlich neben der hohen Geschwindigkeit, die er fahren kann, aus. Und der nächste Halt ist dann schon Wien Hauptbahnhof. Ja, in rund 2 Kilometern. Die Leistung kann schon mal herausgenommen werden und auf 0 geschalten werden.
denn das Vorsignal kündigt an, dass das nächste Hauptsignal auf Halt steht. Also muss natürlich einmal die Wachsamkeitstaste betätigt werden. Bis zum Signal sind es noch rund 700 Meter. Es ist natürlich die Frage, ob die Fahrstraße schon gestellt worden ist. Aber das sieht gut aus. Langsamfahrt und Halt erwarten. Fünfzig darf hier am Signal gefahren werden. Alles klar. ZS steht ebenfalls für Zwischensignal. Und hier kann man schon das wunderschöne Dach erkennen des Hauptbahnhofes von Wien. Also das Dach sieht wirklich richtig schön aus. Und in Wien Hauptbahnhof befindet sich dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Links ein ÖBB CityJet. Zugbeeinflussung. Und wir erreichen den Hauptbahnhof von Wien dann auf Gleis 9. Ja, und zu guter Letzt werden noch die Türen freigegeben und die Fahrgäste können aussteigen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bisher macht's gut, euer Matthias AW. Servus.